Also da ist einiges los in der Bundesliga, aber heute geht es um einen anderen Neustart im Jahr 2015 und zwar eine Partnerschaft, die heute offiziell bekannt gegeben wird zwischen Sixtus und dem FC Bayern München. Jetzt kennen viele die Geschichte vom FC Bayern München und ich glaube alle, ich sehe hier nur in wissende Augen, wissen, erster Meistertitel für den FC Bayern München, das war 1932, fragt dann später nochmal ab, wer die Torschützen waren damals, 2:0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt. 1931 wurde Sixtus gegründet, also eine lange Firmengeschichte. Frau Reindl, stellen Sie uns das Unternehmen mal ein bisschen vor. Ja, also Sixtus ist seit 1931 Hersteller von Fuß- und Körperpflegeprodukten, beheimatet in Oberbayern nahe dem Schliersee. Jetzt geht's besser, stimmt. Wir produzieren also in Schliersee, in Hausham jetzt mittlerweile. Wir stellen die Produkte auf Basis von ätherischen Ölen, natürlichen Inhaltsstoffen her und achten einfach sorgsam darauf, was die Natur uns schenkt. Und auch die Verpackungen, die wir verwenden, sind regional. Also wir verstehen uns als Manufaktur, die jetzt Werte produziert und die einfach auch ein Produkt herstellt, was gerade zum Sport oder bei den Sportprodukten, die ja hier eigentlich auch jetzt mal im Vordergrund stehen, vorm Sport, während dem Sport, nach dem Sport verwendet werden können. Die aktivieren, die kühlen und entspannen einfach auch die Muskulatur. Sixtus und Philipp Lahm. Philipp, was verbindet dich mit Sixtus? Ja, erstmal würde ich sagen, meine Vergangenheit so ein bisschen auch. Also wenn man früher in die Kabine gegangen ist, auch Anfang oder Start Profikarriere war es auch schon der Fall, dann der charakteristische Geruch einfach dieses Mittels und das macht es so interessant und so schön und ich seit ja, im letzten Jahr wieder hab dieses Produkt natürlich häufiger jetzt wieder verwendet und kam sehr, sehr gut an. Habe bei meinen Familien auch so ein bisschen mal nachgefühlt, so wie sieht das aus vor Weihnachten, so wie kommt es an. Bei unseren Physiotherapeuten, beim FC Bayern natürlich nachgefragt und gutes Feedback bekommen. Also ihr könnt euch im wahrsten Sinne des Wortes schon mal gut riechen. Das ist schon mal die Voraussetzung für eine gesunde geschäftliche Beziehung, aber das reicht ja noch nicht allein. Was gab dafür den Ausschlag? Ja, erstmal die Heimatverbundenheit, würde ich sagen. Das begleitet natürlich Sixtus, aber auch mich. Also jeder kennt mich und jeder weiß, wie ich bin. Und da ist Heimatverbundenheit schon ein großes Thema einfach. Dann natürlich, oder Tradition sozusagen. Dann natürlich auch die Bodenständigkeit ist für mich einfach wichtig. Und das passt einfach alles sehr, sehr gut zusammen. Und dann muss trotzdem im Endeffekt immer das Produkt stimmen. Und wie ich schon gesagt habe, ich kenne das von früher noch, von meinen jungen Tagen. Aber auch jetzt wieder im letzten Jahr eben häufig mit den Produkten zu tun gehabt. Und das hat mich einfach überzeugt und dann passt das einfach sehr, sehr gut zusammen. Ich glaube, auch wenn man Marketing-Profis fragen würde, welche Stichworte Ihnen zu Philipp Lahm einfallen, dann wäre Heimat, Bodenständigkeit, Tradition, glaube ich, das wären Werte, die genannt werden würden. Jetzt haben Sie sich entschieden einzusteigen bei einem oberbayerischen Unternehmen mit 32 Mitarbeitern. Ich kann mir vorstellen, nach dem Weltmeistertitel 2014 gab es ein paar mehr Anfragen. Und die von Sixtus war wahrscheinlich nicht dabei. Warum, wie kommt dann so eine Verbindung zustande? So rein praktisch. Ganz einfach, also der Unternehmersitz von Sixtus ist eben, wie wir gerade gehört haben, am Schliersee, in der Nähe vom Schliersee, in Hausham. Und das ist der Wohnort meines Beraters und so kam die Verbindung zustande. Dann informiert man sich natürlich, was sind die neuen Wege, die sie auch gehen wollen und das hat mich alles einfach überzeugt. Und dann macht man sowas sehr, sehr gerne. Aber man muss natürlich dahinter stehen, hinter dem Ganzen. Also das ist außer Frage und das passt eben. Ich habe vorher gesagt, Tradition und so, das spielt ja in meinem Verein, dem FC Bayern sozusagen, eine Rolle, bei mir eine Rolle. Ich bin schwer einmal weggegangen nach Stuttgart für 2 Jahre, was auch nicht weit ist. Aber ansonsten bin ich einfach gern zu Hause. Ich habe eine schöne Umgebung um mich und das gefällt mir einfach genauso wie bei Sixtus. Das sind die Gründe für Philipp, bei Sixtus einzusteigen. Jetzt gibt es mit Sicherheit auch gute Gründe für Sixtus umgekehrt, warum Philipp Lahm genau der Richtige ist, Frau Reindl. Ja, ich denke, dass die enorme Bekanntheit und die enorme Beliebtheit von Philipp Lahm und auch der fachliche Hintergrund, den er mitbringt, helfen dem Unternehmen einfach in Bezug auf den Sport und letzten Endes auch das Engagement
vom Herrn Lahm mit der Philipp-Lahm-Stiftung. Das passt eigentlich auch von den Werten optimal zusammen. Und auch diese Heimatverbundenheit eben. Herr Hoheitz, sind Sie seit 2013 sind Sie Gesellschafter? Das ist ein ehemaliges Familienunternehmen, Sixtus. Jetzt haben Sie sich entschlossen, einen weiteren Gesellschafter mit dazu zu nehmen. Wie schwer fällt Ihnen das? Wie schön ist das für Sie? Also das ist natürlich insbesondere mit dem Herrn Lahm ganz ein tolles Gefühl. Und als es klar war, dass Herr Lahm sich beteiligt an Sixtus, war ich sofort begeistert. Und die Erfahrung, die Herr Lahm als Profisportler jetzt im Unternehmen einbringen kann, die ist, denke ich, unbezahlbar. Und was schon auch eine Rolle spielt für mich, das ist ein ganz tolles Gefühl, dass man so einen überzeugten und sympathischen Partner, der insbesondere auch noch als Markenbotschafter dann auftreten möchte, an seiner Seite hat. Und ich denke, dass wir zusammen ja, das Unternehmen ganz weit nach vorne bringen können. Und da muss ich sagen, ist mir nicht schwer gefallen, hier Anteile vom Unternehmen abzugeben, weil ich muss nicht immer alles zu 100% in der Hand haben. Und da gebe ich gerne, wie gesagt, Anteile ab, wenn beide Partner dann das Unternehmen umso schneller nach vorne bringen können. Philipp, unternehmerisch tätig werden, ist das jetzt die Zeit, die du dir bei der Nationalmannschaft sparst? Arbeitest du jetzt bei Sixtus oder wie stelle ich mir das vor? In erster Linie bin ich natürlich immer noch Fußballprofi. Ich habe noch 3 Jahre Vertrag, 3,5 Jahre Vertrag. Aber erstmal schaut man natürlich, was kann es vielleicht auch darüber hinaus noch geben. Und ich bin immer einer gewesen, der ein bisschen vorausschaut auch, sich um andere Dinge auch oder über andere Dinge oder für andere Dinge interessiert. Und das war bei meiner eigenen Stiftung natürlich so. Und jetzt ist eben wieder was anderes angesagt. Und das ist schön, auch ein Teil von etwas Neuem vielleicht so ein bisschen zu sein, eben seit 1,5 Jahren, seitdem der Herr Kroha ja quasi der Chef ist, ist natürlich etwas Neues passiert und neue Ideen auch reingekommen. Und das macht es für mich einfach interessant, zu diesem Zeitpunkt, zum frühen Zeitpunkt sozusagen auch zu kommen, ist was Schönes und es passt einfach. Und das ist dann umso besser, glaube ich, für alle Parteien. Du hast es eben gerade selber gesagt, du hast die eigene Philipp-Lahm-Stiftung. So ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, glaube ich, das ist wichtig. Auch in deiner Funktion als Kapitän Nationalmannschaft FC Bayern musst du das tun. Wenn du so die Entwicklung auch mal anschaust, die letzten 10 Jahre, gibt es da Parallelen, die unternehmerische Entwicklung auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch die Entwicklung im Profifußball, Nationalmannschaft beim FC Bayern? Ja, wenn man den FC Bayern anschaut, dann sieht man, was er für eine Entwicklung auch gemacht hat, auch nochmal in den letzten Jahren. Und die Entwicklung ist noch nicht zu Ende, sondern es geht immer weiter. Und das Gleiche ist ja bei Sixtus sozusagen. Also die Entwicklung soll weitergehen und dann ist es was Schönes, als Gesellschafter einzusteigen, aber auch Markenbotschafter zu sein. Also die Kombination ist einfach sehr, sehr interessant und ja, für mich einfach eine schöne Zusammenarbeit. Aber definitiv, ich habe 10 Jahre jetzt beim großen Unternehmen sozusagen gearbeitet, ich habe noch ein paar Jahre vor mir und ich glaube schon, da erfährt man einiges, da bekommt man einiges mit, ob es 1:1 übertragbar ist, das wird man sehen, aber ich will mich schon ein bisschen einbringen, wobei, wie ich schon gesagt habe, die Hauptaufgabe ist bei mir immer noch Fußball spielen und dann habe ich natürlich kompetente Leute neben mir, die mir da auch vieles abnehmen können mit der Verein, mit dem Herrn Kroha, aber natürlich auch mit meiner Agentur. Also die nächsten Jahre fassen wir zusammen, gut riechen und gut Fußball spielen und dann geht's weiter. Also keiner braucht Sorgen haben, dass ich den Fußball irgendwie außen vor lasse. Also Ziel ist natürlich, die 3. Meisterschaft hintereinander zu holen und ich habe es immer wieder gesagt, die Champions League zu gewinnen, das ist nochmal ein großes Ziel von mir und das umso früher, umso besser.